Jetzt fehlt nur noch Gold in der Medaillensammlung von Linda Neumann. Nach Silber am Vortag gewann Neumann Bronze über 400 Meter Lagen am dritten Wettkampftag der 22. Sommer Deaflympics. Im Spartak Aquatic Center von Sofia hatte der Deutsche Gehörlosen-Sportverband mit Linda Neumann und Jamila Gupta gleich zwei Schwimmerinnen im Finale. Mit gutem Start lag Gupta nach 100 Metern Schmetterling mehr als 2 Sekunden vor Neumann auf Platz 3. Am Anfang, also Delphi ist nicht so meine Hauptlage oder meine Lage, aber ich habe mich richtig gut gefühlt und dann kam Rücken und es ist meine Lieblingsstrecke und dann habe ich danach mich nur noch richtig gut gefühlt. Schon nach 150 Metern bei der Wende hatte Neumann Gupta überholt und ließ sich ihre Bronzemedaille nicht mehr nehmen. Neuer gehörlosen Weltrekord nach 5 Minuten, 4 Sekunden und 7 Hundertstel schlug die Chinesin Ke Yu als Erste an. Vor Anna Tovstar aus der Ukraine und Linda Neumann. Dahinter auf Platz 4 Teamkollegin Jamila Gupta. Ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Das ist auch, weil ich bin schon nicht zufrieden mit der Zeit, aber Linda ist schon ganz toll geschwommen. So. Jubel bei der Mannschaft und mit den beiden Neumann-Medaillen haben die Schwimmer die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Beim Auftakt der deutschen Tischtennisfrauen gegen Kroatien gab das Nesthäkchen des Kaders Annalena Moll ihr internationales Debüt in beeindruckender Manier. Im Einzel schlug die 13-Jährige ihre Gegnerin Stana Dosenovic in 3:1 Sätzen mit toller Technik und Unterstützung von Bundestrainer Rainer Jungblut. Vor dem Spiel war ich eigentlich noch nicht so aufgeregt, aber dann, als ich an der Platte stand, war ich schon ziemlich aufgeregt und habe halt auch gezittert. Aber ich habe den ersten Satz gewonnen, den zweiten habe ich dann leider verloren, aber dann hat der Rainer mich wieder aufgebaut und dann habe ich den dritten gewonnen und den vierten auch noch 12:10. Dem 3:0 Auftaktsieg gegen Kroatien folgte eine 0:3 Niederlage gegen die Ukraine. Damit stehen die deutschen Tischtennisfrauen im Viertelfinale gegen China.